Aber außer sich selbst und um ihre Klientel kümmert sich diese Regierung um gar nichts. Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Das ist das, was sie ist. Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Das ist das, was sie ist. Wir müssen uns ja abheben von dem Gespräch gestern zwischen der Kanzlerin und ihrem Stellvertreter, ob sie die Firma vielleicht gemeinsam weiterführen. Sie die Firma vielleicht gemeinsam weiterführen. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands oder Westdeutschlands zu machen. Wir haben keinen Staat zu errichten. Wir haben hier etwas zu tun, das uns die Möglichkeit gibt, gewisser Notstände Herr zu werden, besser Herr zu werden, als wir das bisher konnten. Auf dem Deutschlandtreffen der Schlesier in Hannover ist heute der Wille zur Wiedervereinigung bekräftigt worden. Der CSU-Vorsitzende Bundesfinanzminister Weigel sagte vor rund 10.000 Menschen, Ziel bleibe die Einheit des deutschen Volkes. Auch die, so Weigel, ostdeutschen Gebiete jenseits von Oder und Neiße gehörten zur deutschen Frage. Das deutsche Wiedervereinigungsgebot war heute das zentrale Thema des Schlesier-Treffens. Der Hauptredner der heutigen Kundgebung, der CSU-Parteivorsitzende Theo Weigel. Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist das Deutsche Reich nicht untergegangen. Es gibt keinen völkerrechtlich wirksamen Akt, durch den die östlichen Teile des Deutschen Reiches von diesem abgetrennt worden sind. Wir haben 1990 die Wiedervereinigung mit der ehemaligen DDR, mit Mitteldeutschland erreicht. Wenigstens das. Der Preis war hoch. Wir mussten uns mit der Oder-Neiße-Grenze abfinden und niemand kann Ihnen... Wir haben uns mit der Grenze abfinden müssen, aber mit... Es ist so, aber mit dem Verlust der Heimat der Deutschen im Osten finden wir uns nicht ab. Das kann niemand verlangen. Sie hat sich intensiv mit der deutschen Geschichte befasst. Sie hat Enteignungen untersucht, und zwar die, die in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands zwischen 1945 und 1949 stattgefunden haben. Besonders interessiert hat sie die Frage, warum diese Enteignungen mit der deutschen Wiedervereinigung nicht rückgängig gemacht wurden. Zwischen 1945 und 1949 enteigneten die Kommunisten in der sowjetischen Besatzungszone etwa 40.000 Grundbesitzer. Mit dieser Aktion wurden auch zehntausende mittelständische Betriebe enteignet. Unternehmer, Handwerker, Kleinindustrielle. Diese Enteignungen wurden 1990 mit der deutschen Einheit ausdrücklich nicht rückgängig gemacht, die Rückgabe oder Restitution ausgeschlossen. Dies sei eine Bedingung der Sowjetunion für die Einheit gewesen.
Der Fortbestand der Maßnahmen zwischen 1945 und 1949 wurde von der Sowjetunion zu einer der Bedingungen über die Wiedervereinigung gemacht. Und ich sage klar, die Einheit Deutschlands konnte an dieser Frage nicht scheitern. 7 Jahre später musste der Kanzler erleben, wie sein Partner bei der Einheit eben diese Bedingung dementierte. Für mich klingt es einfach absurd, wenn man mir unterstellt, ich hätte die Forderung nach Verbot der Restitution als Vorbedingung für meine Zustimmung zur Wiedervereinigung gemacht. Und die Frage nach Restitution des enteigneten Besitzes wurde auf der höchsten Führungsebene niemals angesprochen. Constanze Paffrath hat diesen Widerspruch nun akribisch aufgearbeitet. Es gab diese sowjetische Bedingung nicht, die da, wie immer behauptet wurde, sagte, wenn ihr nicht diesem Rückgabeverbot zustimmt, stimmen wir der Wiedervereinigung nicht zu. Das ist eine Lüge. Ja, ich muss sagen, ich habe mich immer wieder geprüft, ob ich auch seriös arbeite, ob die Quellen auch alle stimmen, weil man sich schon bewusst ist, dass man eine große Verantwortung hat, wenn man so etwas schreibt und wie man auch mit dem Ergebnis umgeht. Und ich muss sagen, ich bin persönlich auch sehr enttäuscht, weil ich Unionsmitglied bin und mir sowas nicht vorstellen konnte, bevor ich diese Forschung angefangen habe. Jetzt kann ich mir aber fast alles vorstellen. 18 Uhr. Vom Hessischen Rundfunk Nachrichten. 26 Abgeordnete der CDU-CSU-Fraktion gaben eine eigene Erklärung ab, in der sie feststellten, dass es kein völkerrechtlich wirksames Dokument zur Abtrennung von 108.000 Quadratkilometern von Deutschland gebe. Bis zur Stunde bestehe Deutschland rechtlich im Gebietsstand von 1937 nach Staats- und Völkerrecht. Ich muss Ihnen mal ganz ernsthaft sagen, dass das Besatzungsstatut immer noch gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945, wir haben das Jahr 2013. Könnte man das nicht mehr aufheben und die Besatzung Deutschlands beenden? Also ich finde, es wird höchste Zeit. Also ein paar mutige Schritte müssen gegangen werden. Und mich stört auch, dass unsere Bundeskanzlerin nichts macht. Die müsste jetzt ja eigentlich täglich mit Obama telefonieren und versuchen zu klären, um dann der Bevölkerung zu sagen, das wird so und so und dann beendet. Aber nichts hört man. Ich finde auch, der Ausdruck Wiedervereinigung ist anachronistisch geworden nach dieser Entwicklung. Es kann eine Wiederherstellung des Deutschen Reiches, das wäre Wiedervereinigung, nicht geben. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob es richtig ist, dass wir heute noch, und ich entnehme diesen Hinweis der Stuttgarter Zeitung, dass wir heute noch sozusagen unter Besatzungsrecht stehen. Das heißt, dass wenn der Fall einträte, die früheren Siegermächte Weisungen erteilen können an die Bundesrepublik Deutschland bzw. an ihre Regierung. Hintergrund ist ja wohl dann, dass wir bis heute keinen Friedensvertrag haben. Und erst wenn wir einen Friedensvertrag hätten, wäre das Besatzungsrecht obsolet. Ich glaube, es ist angekommen als Frage. Ja. Das wäre meine Frage. Also ich glaube, wir sind da jetzt schon ein Stück vorangekommen. Erstens war ja mit dem Einigungsvertrag, also und dem 2+4-Abkommen, eigentlich die deutsche Souveränität hergestellt. Und wir haben jetzt festgestellt, dass es dennoch alte Abkommen gab, von 1968, als in Deutschland das sogenannte G10-Gesetz gemacht wurde, was die Arbeit der Geheimdienste regelt, die darauf hingedeutet haben, dass in bestimmten Fällen die, sag ich mal, Souveränität unseres Geheimdienstes nicht voll gewährleistet gewesen wäre. Und wir haben jetzt die ganzen Diskussionen um die Zusammenarbeit der Dienste genutzt, um diese alten sogenannten 68er Vereinbarungen mit Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika zu beenden. Ganz formell durch Verbalnotenaustausch, wie das heißt, zu beenden. Und damit ist auch in diesem letzten Bereich unsere Souveränität hergestellt.
Und ich glaube, damit haben wir eigentlich das Problem gelöst. Das ist jetzt vor wenigen Tagen passiert. Dass wir heute noch sozusagen unter Besatzungsrecht stehen. Hintergrund ist ja wohl dann, dass wir bis heute keinen Friedensvertrag haben. Das amerikanische Gesetz erlaubt, feindliche Ausländer bis zur Unterzeichnung eines Friedensvertrages weiter festzuhalten. Aber Deutschland hat bedingungslos kapituliert. Einen Friedensvertrag gibt es bis heute nicht. Wir haben festgestellt, dass die Kommando, so im Prinzip sozusagen die Entscheidung, wann und wo hingerichtet wird, findet eigentlich in Deutschland statt, in Stuttgart, also bei der AFRICOM-Zentrale, wo es auch ein Bundeswehr-Attaché gibt. Mögliche Ziele in Afrika werden von Deutschland ausgesucht und am Bildschirm verfolgt. Ist ein Ziel erfasst, wird die Information in die USA geliefert. Dort sitzt ein Pilot, der mit seinem Joystick die Rakete ferngesteuert abfeuert. Gesuchte Personen setzen die Amerikaner auf deutschem Boden auch schon mal selber fest, etwa am Frankfurter Flughafen. So haben die Journalisten herausgefunden, dass hier Secret Service und das US-Heimatschutzministerium tätig sind. Von diesem CIA-Stützpunkt in Frankfurt sei gar der Aufbau von Foltergefängnissen in Osteuropa geplant und organisiert worden. Der geheime Krieg der USA. Er wird, so die Journalisten, von der Bundesregierung offenbar billigend in Kauf genommen. Wie steht die Linke zum Artikel 146 des Grundgesetzes, dass Deutschland als Vereinigtes Deutschland eine neue Verfassung bekommt? Ja, wir sind dafür immer eingetreten. Als einzige Partei in Deutschland gesagt, jetzt sind wir ein neues Land, nachdem Ostdeutschland dazugekommen ist. Und jetzt sollte man diesem Verfassungsgebot entsprechen, über alle anderen Parteien. Wenn man sich ein bisschen näher mit den ganzen Geschichten dahinter beschäftigt, dann wird einem bald klar, dass es die 2+4 Verträge eben nicht, wie es in der Schule unterrichtet wird, ein Friedensvertrag waren, sondern wir bis heute keinen richtigen, rechtlich, völkerrechtlich bindenden Friedensvertrag für Deutschland haben. Das ist richtig. Deutschland ist kein souveränes Land und befindet sich immer noch eigentlich im Nachkriegszustand. Ja. Und wenn wir kein souveränes Land sind, was sind dann diese ganzen, was sind dann Polizisten, was sind dann die Wahlen? Und was sind die Bundestagsabgeordneten? Ja gut, wir haben eine staatliche Ordnung. Das ist keine Frage und die funktioniert recht und schlecht. Aber wie gesagt, Staat. Wir sind kein Land wie Frankreich. Okay. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Der Bundesaußenminister und ich haben hier die absolut gleiche Philosophie. Reden, notfalls ehrlich reden, notfalls ehrlich reden. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen kann. Muddling through bedeutet auch, dass man nicht alle Regierungsabkommen einhält. Und bedeutet auch, dass man international ratifizierte Verträge verletzt. Das ist zwangsläufig. Es gibt dafür Beispiele innerhalb Deutschlands. In einer großen Krise guckt man nicht auf die Verfassung. Keine Revolution richtet sich nach der Verfassung. Wir sind im Vorabend der Möglichkeit einer Revolution in Europa. Und man hat doch den Eindruck, dass die Politik enorm dieser Finanzmacht hinterherläuft und dass das manchmal richtig deprimierend ist. Deprimiert sie das manchmal, diese Macht, die dann wieder in anderer Hand liegt und nicht in der demokratisch gewählten Macht? Ja. Es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Mhm. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
Ja, das ist ja komplett deprimierend. Ja. Das neue Bundeswahlrecht verstößt gegen das Grundgesetz und es muss umgehend geändert werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Vormittag entschieden. Das Verfassungsgericht hat gesprochen. Gleich drei zentrale Elemente des Wahlrechts. Verstoßen gegen die Grundsätze der Gleichheit und Unmittelbarkeit der Wahl sowie gegen den Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien. SPD und Grüne haben jetzt immer wieder Neuwahlen gefordert. Das wundert mich ein wenig, weil wir haben doch gar kein gültiges Wahlrecht, richtig? Richtig. Das Bundesverfassungsgericht hat vor 3 Jahren festgestellt, das Wahlrecht ist verfassungswidrig, weil die Überhangmandate das Ergebnis der Verhältnisstimmen verzerren. Und also weder die Große Koalition noch Schwarz-Gelb haben das verändert, obwohl sie es verändern hätten müssen, richtig? Die Frist ist abgelaufen im Juli, aber warum sollte die CDU was daran ändern? Alle 24 Überhangmandate der letzten Wahl sind an die Union gegeben. Wenn jetzt irgendwie doch ganz, ganz plötzlich doch zwingend gewählt werden müsste, was wäre denn dann? Dann wäre die Wahl ungültig. Ja, und wenn jetzt regulär gewählt werden würde, 2013, und die hätten es nicht geändert, weil sie es ja gar nicht ändern wollen, was wäre dann? Dann könnte auch die Wahl 2013, wie der ehemalige Verfassungsrichter Grimm betont, verfassungswidrig und damit ungültig. Wenn ich dann trotzdem einfach wählen gehe, mache ich mich dann strafbar? Ach, Sie meinen wegen Beihilfe zum Verfassungsbruch? Ja. Könnte man so sehen. Und jedes Wahlplakat ist dann Anstiftung zum Verfassungsbruch. Also würden Sie als Jurist mir praktisch empfehlen, dann lieber besser nicht zu wählen? Wenn Sie juristisch auf der sicheren Seite sein wollen, ja. Aber Entschuldigung, wir sind doch schon noch so eine Art Demokratie und wir haben ungültiges Wahlrecht und es ist verfassungswidrig und das ist ja alles irgendwie komisch, weil dann wähle ich und dann sind ja aber die Wahlen im Grund doch vollkommen sinnlos. Im Prinzip ja. Ja, und da lächelst du so smart, du Juristenschnösel. Das muss einen doch aufregen. Herr Pelzig, wieso soll ich mich da aufregen? Die Macht der Finanzmärkte hat doch gezeigt, dass auch gültige Wahlen sinnlos werden. Jedes Jahr findet eines der sogenannten Bilderberg-Konferenzen statt. Erstaunlicherweise berichtete 2011 auch die Bild-Zeitung über diese Konferenz, an der Per Steinbrück der wahrscheinliche Kanzlerkandidat der SPD anwesend war. Hier läuft die Tagung der mächtigsten inoffiziellen Eliteorganisation der Welt. Die Bilderberg-Konferenz. Auf die Gästeliste der geheimen Weltregierung von 120 einflussreichen Menschen aus Politik, Wirtschaft und Adel kommt nur, wer reich, mächtig oder am besten beides ist. Teilnehmer dieses Jahr sind unter anderem Deutsche Bankchef Josef Ackermann, Ex-Außenminister Henry Kissinger, Milliardenbankier David Rockefeller, Königin Sophia von Spanien. Am Sonntag fliegt die Elite wieder aus, was sie besprochen hat, erfährt die Welt offiziell nie, sie spürt es nur. Andere Teilnehmer waren in früheren Jahren unter anderem Bill Clinton, Barack Obama, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel, Guido Westerwelle und der französische Präsident François Hollande. In der Politik geschieht nichts durch Zufall. Wenn etwas geschah, dann kann man sicher sein, dass es so geplant war. Heißt das denn, dass die Lobby wirklich so stark war, dann die Pharmalobby gegen die Politik und sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja, das ist so seit 30 Jahren. Bis zur Stunde, dass sinnvolle strukturelle Veränderungen auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich sind wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. Die Positivliste gescheitert. Zu teure oder nutzlose Medikamente müssen von den Kassen bezahlt werden, weil es die Pharmalobby so wünscht. Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft und zwar sehr wirksam. Wir sind am Ende der transatlantischen Zivilisation. Europa zerbricht. Germany does not have a real government. Deutschland hat nicht mal eine richtige Regierung. What's going on in Europe is insane. Was derzeit in Europa passiert, ist vollkommen wahnsinnig. Und Angela Merkel bestätigte 2009, wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung,
dann wird man nicht umhinkommen, an einigen Stellen Souveränität, Rechte an andere abzugeben. Das ist der Fachmann für Korruption in Deutschland. Er ist der Sprecher vom Bund der deutschen Kriminalbeamten. Begrüßen Sie bitte Hauptkommissar Jürgen Dolata. Gesundheitsbranche, sagen Sie, seien mafiöse Strukturen. Ja. Da wird überall geschmiert. Ja. Es geht um insgesamt 260 Milliarden Euro, die verteilt werden. Ja, ja, ist das mafiös? Ja, das alleine so nicht mafiös, sondern die Strukturen an und für sich, die sind schon einer organisierten Kriminalität zuzurechnen. Aha. Und man fragt sich wirklich, warum in diesem Bereich so wenig vorgegangen wird dagegen. Und warum, glauben Sie, wird so wenig vorgegangen? Ja, weil die Lobby zu stark ist. Die Gesundheitslobby, die Pharmabranche ist zu stark. Die hat also auch die Politiker im Griff. Die sind praktisch nur noch Marionetten. Sagen Sie das als Polizist oder auch als jemand, der für eine andere Partei, nämlich die ÖDP, tätig ist? Nein, das sage ich jetzt eigentlich als Polizist, weil ich die Ahnung habe, und als Mensch, weil ich es tagtäglich selbst auch erlebe. Ja. Wenn man mit vielen Antennen durch die Gegend geht, merkt man es auch. Das heißt, im Bereich Pharma ist die Lobby so stark, dass die Politik nichts mehr ausrichten kann. Ja, wir merken es ja. Es bewegt sich nicht. Selbst der vorhin angesprochene Herr Seehofer, als er noch Gesundheitsminister war, wollte er angreifen mit seiner roten Liste. Hat es ja auch nicht gesagt. Und die Bevölkerung ist nicht unser Problem. Das Problem, das ist in der Demokratie nie so. Was? Nein. As long as my fellow members of parliament and public opinion in Germany don't believe that our decisions are serious, because they don't believe in our decision on Greece. Ja, aber das ist ja total deprimierend, dass Sie das als Polizeibeamter sagen, Sie knallhart, es ist mafiös in Deutschland. Ja. Ja, wir wurden ja, Sie haben vorhin immer angesprochen, wir wurden ja von der OECD, also vom Wirtschaftspakt OECD, schon Mitte der 90er Jahre als das korrupteste Land der Erde bezeichnet. Es ist bekannt, Baubranche wird viel geschmiert. Sie sagen aber Sie sagen, im Grund wird überall geschmiert, und wo man meint, das nicht, wurde nicht richtig hingeschaut. Genau. Ja. Bei der Polizei auch? Auch, ja. Ja? Ja. Ja, wir haben eine extra Studie über Korruption in der Polizei. Ja. Wir haben Studien Korruption in der Justiz. Also es ist ja die gesamte Branche. Es gibt ja immer überall Leute, die also mal die Hand aufhalten. Aber die Frage, wie organisiert ist das? Und der italienische Oberstaatsanwalt Roberto Scarpinato sagt, dass die Mafia in Deutschland präsent ist. Die waschen hier ihr Geld. Deutschland sei ideal zum Geldwaschen. Er, wenn Mafioso wäre, würde nach Deutschland gehen. Und dass große Teile inzwischen komplett, dass die ganzen demokratischen Länder komplett ihre Wirtschaft nicht mehr steuern können. Also die Demokratien vor die Hunde gehen, weil diese organisierte Kriminalität, Korruption, Mafia bereits viel stärker ist. Sehen Sie das auch so? Ja. Aha. Es ist viel schlimmer, als man vermittelt oder meint. Es ist schlimmer, als man meint. Ja. Und sind die Medien auch in dem Kartell des Schweigens? Also, ja, natürlich. Ja? Ja. Der US-amerikanische Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Mike Nichols schrieb 1999 in Nation und Europa: Eine Handvoll Menschen kontrolliert die Medien der Welt. Heute gibt es nur eine Meinung, die zu formen 4-5 Tage dauert, dann ist sie jedermanns Meinung. Naja gut, als Mitglied der Bundesregierung kann ich nicht so reden über Rechtseinhalten von Verträgen und Grenzen der Verfassung. Aber ich dachte, Sie würden Helmut Schmidt vehement widersprechen, als er über Verfassungsflexibilisierung und so. Nein, ich sage ja gerade, wir versuchen ja, das ist ja die Aufgabe, im Rahmen der gegebenen Rechtsordnung die Probleme zu lösen. Und wenn man dazu nicht in der Lage ist, dann kommen Revolutionen zustande. Er hat gerade gesagt, er fürchte, dass eine Revolution käme. Und das ist der Fall, wo dann die Rechtsordnung nicht mehr ausreicht. Deswegen müssen wir aber gelegentlich Vorschläge machen, wie wir die Rechtsordnung anpassen. Oh. Einschließlich unserer nationalen Verfassung, unseres Grundgesetzes. Ja, natürlich. Wenn die Grenzen, darüber haben wir ja oft diskutiert. Die Bevölkerung ist nicht unser Problem. Das Problem, das ist in der Demokratie nie so. Was? Nein. Möglicherweise kommen wir auch an Grenzen, wo dann unser Grundgesetz angepasst werden muss an diese europäische Entwicklung, obwohl wir im Grundgesetz 1949 schon formuliert haben, als Ziel, in der Präambel des Grundgesetzes steht es ja,
das deutsche Volk vom Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Also damals haben die noch ein bisschen mehr gewusst. Im 21. Jahrhundert brauchen wir andere Formen von Global Governance. Dazu für Global. Auch Global Governance. Gucken Sie sich doch das Internet an. Und inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskontrolle-Kanäle über Grenzen hinweg. Da in Frankreich und in den Niederlanden das Volk die geplante EU-Verfassung abgelehnt hat, fragt man es im zweiten Durchgang einfach nicht mehr und winkt das Kind unter einem anderen Namen durch, dem Reformvertrag. So eine Verhöhnung des Volkswillens brauchen wir uns zum Glück nicht vorwerfen zu lassen, meine Damen und Herren. Bei uns in Deutschland werden die Bürger prinzipiell nicht gefragt, schon gar nicht in Europa-Angelegenheiten, sei es bei der Einführung des Euros, bei der Erweiterung des Schengen-Raums im vergangenen Dezember. Für beide Entscheidungen hätte es im Volk nie eine Mehrheit gegeben. Also wenn Sie immer erst eine von Ihnen erst zitierte Umfrage machen, was die Leute davon halten, dann könnten wir das nicht machen. Und egal, was da jetzt geschrieben wird, was gesagt wird, das wird so gemacht. Mit diesem Reformvertrag wird eine verbindliche Verfassung für über 500 Millionen Menschen geschaffen. Eine Verfassung allerdings, die nicht demokratisch legitimiert ist, die von einem europäischen Volk ausgeht, das es gar nicht gibt und deren Inhalte zutiefst demokratiefeindlich sind. Durch diesen EU-Reformvertrag, meine Damen und Herren, legitimiert sie Brüssel, allmächtig und ungehindert über deutsche Interessen zu entscheiden. Dieser Vertrag ist ein neuerliches Ermächtigungsgesetz, meine Damen und Herren. Künftig wird die für Deutschland entscheidende Politik von 27 Staats- und Regierungschefs bestimmt, von denen mindestens 26 nicht deutsch sind. Wie sich das mit dem Leitsatz aus Artikel 20 des Grundgesetzes "Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus" verträgt, ist mir schleierhaft. Was wird noch verschwiegen? Zum Beispiel europäische Steuern, die durch den Reformvertrag geschaffen werden können. Und wo ein Staat die Möglichkeit hat, Steuern zu erheben, da tut er dies auch. Das Milliarden-KPU und damit die finanzielle Belastung für uns Deutsche wird noch eine gewaltigere Dimension annehmen. Meine Damen und Herren, das wird ein neues Versailles für Deutschland. Und genau diese Tatsache verschweigen Sie dem deutschen Volk. In der Globalisierung brauchen wir übrigens andere Formen von internationaler Governance als der Nationalstaat. Der ist vor 100 Jahren in seinem Regelungsmonopol an seine Grenzen gestoßen. Und heute schaffen wir was Neues, ziemlich mühsam, aber nicht so hoffnungslos. Lernen können wir aus unseren Fehlern und Irrtümern. Und deswegen, ich bin bei aller krisenhaften Zuspitzung im Grunde entspannt. Warum? Weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. David Rockefeller: Wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Alles, was wir brauchen, ist eine richtig große Krise, und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Unter dem Deckmantel der Globalisierung versucht man, die Nationalstaaten abzuschaffen, um sie schließlich in einer Weltregierung zu vereinen. Die Europäische Union gilt als Vorläufer dieses Planes, daher wird man auch alles daran setzen, dass der Euro bleibt, um die sogenannten Vereinigten Staaten von Europa zu installieren. Edward Bernays, der Neffe von Sigmund Freud, beschreibt in seinem Buch Propaganda: Eine kleine Gruppe von Menschen, von denen wir noch nie gehört haben, regiert uns, bildet unsere Meinung, formt unseren Geschmack und suggeriert uns unsere Ideen. Diese kleine Gruppe zieht die Fäden der öffentlichen Meinung, kontrolliert so die offizielle Regierung und plant die Zukunft. Diese kleine Gruppe, die sich als Elite der Welt betrachtet, kontrolliert nicht nur die Politik, sondern zum Beispiel auch die Medien, die dazu missbraucht werden, die Menschen in Trance zu halten, damit sie glauben, sie würden die Wahrheit erfahren, während sie jedoch nur getäuscht und unterhalten werden. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass wir länger arbeiten. Und das ist ein Teil dieser quasi revolutionären Situation, in der sich die Völker befinden. Fangen wir erst mit der Revolution an, dann ist eh. Ja. Ich bin nicht für die Revolution zuständig. Insofern ist meine Fantasie jetzt bis 2017 erstmal voll ausgelastet, und darüber hinaus bin ich nicht in der Lage zu denken. Hunderte Millionen, Milliarden, Billionen, von unglaublichen Summen ist die Rede, seit das Finanzsystem kriselt.
Fangen wir ganz harmlos bei einer eher niedrigen Zahl an. 15 Milliarden Euro umfasst das erste Konjunkturpaket der Bundesregierung. Damit lassen sich immerhin gut 900.000 Mittelklassewagen kaufen oder mehr als 200.000 Luxuslimousinen. 42 Milliarden sind da schon mehr. So viel braucht die Bank Hyporeal Estate zurzeit mindestens, um aus ihrem Dilemma zu kommen. Dort hinein hat sie sich mit Immobiliengeschäften in den USA manövriert. Apropos Immobilien, hier bei uns würde diese Summe ausreichen, um knapp 500.000 Fertighäuser zu kaufen. Schlicht und einfach 93 Quadratmeter für 4 Personen, ein Ehepaar mit 2 Kindern. Für knapp 2 Millionen Menschen würden die Häuschen Platz bieten. Aber es kommen ja noch schönere, viel größere Zahlen. 80 Milliarden Euro hat die Bundesregierung den Banken als Hilfe versprochen. Damit ließe sich eine Riesenstadt bauen mit gut 940.000 Eigenheimen. Diese kleine Siedlung hätte mehr Einwohner als die größte Stadt Deutschlands, Berlin, nämlich 3,7 Millionen. Eine Hauptstadt aus Fertighäusern. Doch es gibt ja noch größere Städte. Allein 700 Milliarden US-Dollar investieren die Vereinigten Staaten in ihre von der Hypothekenkrise geschwächten Banken. Dafür hätten sie hier in Deutschland 6,5 Millionen Fertighäuser kaufen können. Darin könnten 25 Millionen Menschen leben. In einer Fertighaussiedlung, die so viele Einwohner hätte wie alle Großstädte Deutschlands zusammen. Unglaublich. Das geht seit den 60er Jahren so. Seit damals steigt die Staatsverschuldung Deutschlands stetig an. Hat der Bund etwa am Morgen zu wenig Geld, um seine Rechnungen zu bezahlen, wird das kurzerhand besorgt. Schnellverschuldung. Heute konkret war es zum Beispiel so, dass wir eine Summe von etwa 4 Milliarden Euro im Markt aufnehmen mussten. Also die Bundesrepublik Deutschland braucht heute 4 Milliarden Euro. Völlig richtig. Rufen an und wenn der Kontrahent eben gerade dieses Volumen zur Verfügung hat, dann versuchen wir uns auf einen Zinssatz zu einigen. Und dann ist das Geschäft gemacht und das Geld fließt in unsere Kassen. An diese Zahlen gewöhnt man sich, ob da 3 Nullen mehr dran hängen oder 3 Nullen weniger da sind. Das geht in Fleisch und Blut über, das lässt einen nicht mehr schlecht schlafen. Der Staat als Schuldner ist so begehrt, dass die Banken sich überbieten, um ihm Geld zu leihen. Wir haben heute zum Beispiel 6-monatige Schatzanweisungen des Bundes verauktioniert. Das heißt, wir bieten die einer bestimmten Bankengruppe an. Und wir wollten eigentlich 5 Milliarden aufnehmen und die Banken haben uns Gebote für 17,3 Milliarden reingereicht. Denn für sie kann der Staat nicht genug Schulden machen, die Banken, Profiteure der Verschuldung. Für jeden Kredit kassieren sie Zinsen und Provisionen, jedes Jahr zig Milliarden Euro. Ein Bombengeschäft und ganz diskret abgewickelt. Kein Wunder, dass die Liste der Gläubigerbanken nicht unbedingt an die Öffentlichkeit soll. Denn ihnen gehört Deutschland. Ganz oben die Deutsche Bank, dann Morgan Stanley, Dresdner Bank, Merrill Lynch. Die Crème de la Crème der internationalen Hochfinanz. Kreditsummen und Zinsgewinne werden gehandelt wie Staatsgeheimnisse, Interviewanfragen zwecklos. Das machen wir jetzt seit über 30 Jahren. Zahlen auch nichts zurück. Wenn ein Kredit fällig wird, wird ein neuer aufgenommen, um den alten abzulösen. Jetzt hat Eichel versprochen, spätestens 2006 keinen Cent neue Schulden mehr zu machen. Doch ein Hintertürchen hält auch er sich noch offen. Und so bankrott ist der Staat. 752 Milliarden Euro hat sich allein der Bund seit 1980 geliehen. Das Geld wurde komplett gefressen von den 903 Milliarden Euro Zinsen, die er für diese Kredite zahlen musste. Die Zinsen werden immer höher sein, auf Dauer, als das, was man sich durch Kredite erkauft hat. Das heißt, es ist ja jetzt auch schon festzustellen, dass die Defizite, die man macht, auf Dauer nicht ausreichen können, um die Zinslasten abzudecken. Was bedeutet das wiederum? Dass man zusätzliche Zinslasten wiederum über Steuern finanzieren muss. Also resultiert aus der Staatsverschuldung letztlich nur eine höhere Steuerlast. Man hat niemandem etwas Gutes getan, es sei denn den Wertpapierhaltern. Es ist auch durchaus möglich, dass wir unsere Staatsfinanzen ganz zugrunde richten. Noch ein, zwei Jahrzehnte weiter in dieser Musik, dann gibt es einen anderen Staat.
Stellen Sie sich vor, ein großzügiger Geldgeber macht Ihnen zwei Angebote. Entweder Sie bekommen ein Jahr lang jede Woche 10.000 Euro geschenkt, oder Sie bekommen in der ersten Woche nur einen Cent und der Betrag wird in jeder darauffolgenden Woche verdoppelt. Für ein ganzes Jahr also 52 Wochen. Was würden Sie nehmen? Die erste Rechenaufgabe ist überschaubar. Am Ende haben Sie 520.000 Euro. Was aber bringt das zweite Angebot? In der zweiten Woche bekämen Sie 2 Cent, in der dritten Woche 4, in der vierten Woche 8 Cent. In der achten Woche 1,28 Euro, während die andere Option schon 80.000 Euro bedeutet. Nach Woche 21 bekämen Sie dann auch 10.000 Euro, wie in dem ersten Angebot. Nach 26 Wochen hätten Sie das Vermögen im ersten Angebot überholt. Eine Woche später dann schon doppelt so viel. In der 52. Woche sind Sie der reichste Mensch der Welt, denn Sie bekommen 22 Billionen geschenkt. Das ist 10-mal mehr als das deutsche Bruttosozialprodukt von etwa 2,5 Billionen. Exponentielles Wachstum können wir uns nur sehr schwer vorstellen. In Deutschland zum Beispiel begann das Wachstum 1948 mit der Einführung der D-Mark. Die Geldvermögen sind seitdem exponentiell gewachsen. Das Geld ist letztendlich nicht mehr durch reale Werte gedeckt. Nach 60 Jahren kommt es 2008 zum Crash. Der Fehler steckt im System. Die nächste Krise ist schon programmiert. Wie werden die Zinsen gezahlt? Die meisten Menschen glauben, dass nur derjenige Zinsen zahlt, der sich auf der Bank Geld leiht. Sie wissen nicht, dass die Zinsen, die der Produzent von Gütern an die Bank zahlt, um zum Beispiel Maschinen zu kaufen, immer in die Preise der Produkte hineingerechnet werden. Der Zins fließt in alle Kalkulationen ein und steckt in allen Preisen, auch in denen von Milch, Brot und Eiern. Der Trink- und Abwasserpreis enthält durchschnittlich 15% Verzinsung. Die Mieten enthalten in den meisten Fällen über 50% Kapitalkosten. Im Durchschnitt gehen mindestens 30% der Ausgaben in Zinszahlungen. Wer profitiert von den Zinsen? Jeder Anleger freut sich über Zinseinnahmen. Sind die höher als die Zinsausgaben, hat man verdient. Aber wie ist es mit den Ausgaben durch die versteckten Zinsen? Schauen wir uns die deutsche Bevölkerung in 10 gleich großen Gruppen an. 80% zahlen mehr Zinsen, als sie aus Geldanlagen und aus Lebensversicherungen einnehmen. Bei weiteren 10% sind Zinszahlungen und Zinseinnahmen etwa ausgeglichen. Höchstens 10% profitieren. Rechnet man Zinslast und Zinsertrag gegeneinander auf, wird klar, der Mittelstand zahlt die meisten Zinsen. Nur die reichsten 10% der Bevölkerung verdienen. Sie bekommen ca. 60% der Zinsen und damit ein leistungsloses Einkommen. Das Geldsystem sorgt für systematische Umverteilung. Von der Mehrheit der Bevölkerung zu der vermögenden Minderheit. Vor allem der Mittelstand trägt eine unverhältnismäßig große Last durch die Zinsen in allen Krediten. Von den Schulden profitieren die Banken. Ihr Ziel ist, aus Geld noch mehr Geld zu machen. 2011 belief sich der Wert aller weltweit geschaffenen Güter und Leistungen auf 70 Billionen US-Dollar. Die Aktienmärkte setzten ca. 63 Billionen um, die Derivatemärkte ca. 708 Billionen und die Devisenmärkte ca. 1007 Billionen. Die Finanzmärkte sind um ein Vielfaches größer als die Basis, das Weltbruttosozialprodukt. Weitere Folgen der Fehler im Geldsystem sind Inflation, ständig wachsende Schulden und die Notwendigkeit, immer weiter wachsen zu müssen. Nun ist eine Finanzwirtschaft, die an Systemfehlern leidet, kein Naturgesetz, sondern von Menschen erfunden. Wir können das Geldsystem auch neu gestalten. Ohne Zinseszins.
und Wachstumszwang. Und ohne Umverteilung zugunsten der Vermögenden. Die wichtige Frage bleibt nun: Können wir dies erreichen? Und wie? Die Möglichkeit von revolutionären Veränderungen auf der Welt. Die Investmentbanken spielen wieder genauso verrückt, wie sie 2007 verrückt gespielt hatten und wie sie 2006 und 2005 verrückt gespielt hatten. Eine der wichtigsten Lehren aus der Krise des Jahres 2008 und 2009 ist bisher nicht gezogen worden. Und damit sind sie beim Euro. Der Fernsehsender CNBC machte auf die jüngste 200 Millionen Dollar schwere Wette von Lord Jacob Rothschild aufmerksam. Mit dieser Wette setzt er derzeit auf den endgültigen Untergang des angeschlagenen Euro. Und jedenfalls sich bewusst sein, dass ein Exportüberschuss von 5% des Sozialprodukts ein Verstoß ist gegen die Vernunft. In einigen US-Bundesstaaten liegt die Arbeitslosenquote bei über 13%, während sie in North Dakota gerade mal 3,3% beträgt. Auch die Löhne stiegen in dem Staat im mittleren Westen der USA überdurchschnittlich. Die Steuern wurden stetig gesenkt und seit 10 Jahren ging keine einzige Bank mehr pleite. Was ist das besondere Geheimnis von North Dakota? Es ist der einzige Bundesstaat, der über eine staatliche Bank verfügt. Die Bank of North Dakota. Bei dieser staatseigenen Bank deponiert der US-Bundesstaat seine Steuereinnahmen und investiert sie im eigenen Bundesstaat. In anderen Bundesstaaten hingegen werden die Milliardenbeträge an Steuereinnahmen bei Privatbanken deponiert. Und diese investieren in riskante Transaktionen für Gewinne außerhalb des Bundesstaates, für deren Verluste jedoch der Steuerzahler aufkommen muss. Es fragt sich, warum folgen die anderen Staaten nicht dem erfolgreicheren Beispiel von North Dakota? Liegt dies etwa an den meist skrupellosen Besitzern der Privatbanken? Allem voran der Fed, der Federal Reserve Bank? Vor dem 11. September 2001 gab es nachgewiesenermaßen 7 unabhängige Notenbanken. Afghanistan, Irak, Sudan, Libyen, Kuba, Nordkorea und Iran. Im Jahr 2003 jedoch wurden Afghanistan und Irak von der Rothschild-Familie geschluckt und im Jahr 2011 war es auch um die Unabhängigkeit von Sudan und Libyen geschehen. In Benghazi, Libyen, wurde eine Rothschild-kontrollierte Notenbank etabliert, während sich das Land noch mitten im Krieg befand. Bezeichnenderweise gelten die oben genannten Staaten nach einem Ausspruch des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush als die Achse des Bösen. Wenn man die Kontrolle über die Nahrungsmittel hat, hat man die Kontrolle über das Volk. Hat man die Kontrolle über das Erdöl, so hat man die Kontrolle über die Nation. Wenn man die Kontrolle über das Geld hat, kontrolliert man die Welt. Der Spruch Geld regiert die Welt ist nicht nur sehr bekannt, sondern entspricht auch der Wahrheit. Wer ist es also, der die Welt in Wirklichkeit kontrolliert? Die laut Forbes 691 Reichsten haben zusammen ein sichtbares Vermögen von ca. 2200 Milliarden Dollar.
Das unsichtbare Vermögen der Familie Rothschild wird auf ca. 100.000 Milliarden geschätzt. Deswegen sagte Mayer-Amschel Rothschild auch: Mir ist egal, welche Marionette auf dem Thron von England für die Verwaltung eines Imperiums sitzt, wo die Sonne nie untergeht. Der Mann, der die britische Geldmenge kontrolliert, steuert das britische Imperium. Und ich kontrolliere die britische Geldmenge. Gib mir die Kontrolle über das Geld einer Nation und es interessiert mich nicht, wer dessen Gesetze macht. Mitte des 19. Jahrhunderts dominierten die Rothschilds Europas Bankgeschäfte und wurden damals bereits zu einer der reichsten Familien der Welt. Wussten Sie, dass ein bekannter amerikanischer Journalist namens William Dean A. Garner, der auch für die New York Times schreibt, in jahrelanger Recherche herausfand, dass fast alle National- und Notenbanken von einer einzigen privaten Familie kontrolliert werden? Wussten Sie, dass die größte Notenbank der Welt, die Federal Reserve Bank, ein unabhängiges, unkontrolliertes Unternehmen ist, welches 8 Privatfamilien gehört? Wussten Sie, dass bei diesen Familien nahezu alle Geldvermögen dieser Welt deponiert sind? Wussten Sie, dass ein großer Teil aller Zinszahlungen dieser Welt bei diesen Familien ankommen? Da möchte ich Sie einfach mal auf einen Paragraphen hinweisen, und zwar ist das der Paragraph 89 Versicherungsaufsichtsgesetz. Ergibt sich bei der Prüfung der Geschäftsführung der Vermögenslage eines Unternehmens, dass dieses für die Dauer nicht mehr imstande ist, seine Verpflichtung zu erfüllen, sprich Schadenleistungen zu zahlen, dann kann die Aufsichtsbehörde etwas anordnen, nämlich alle Arten Zahlungen, besonders Versicherungsleistungen, Gewinnverteilung und bei Lebensversicherung der Rückkauf oder die Beleihung des Versicherungsscheins sowie Vorauszahlungen darauf können zeitweilig verboten werden. Das heißt, es kann sein, wenn es der Lebensversicherung mal richtig schlecht geht oder die allgemeine wirtschaftliche Lage katastrophal ist, kann also die BaFin anordnen, dass Versicherungsleistungen, Ablaufleistungen, Todesfallleistungen und so weiter aus Lebensversicherung nicht ausbezahlt werden. Das BaFin kann dann auch noch etwas anderes machen. Sollte es nämlich so sein, wie eben angesprochen, kann die BaFin auch sagen, jetzt gucken wir erstmal, was die Lebensversicherung so alles im Bestand hat. Schauen wir mal, was alles da ist. Und dann können die Deckungsrückstellungen herabgesetzt werden und danach die Versicherungssummen neu festgestellt werden. Sie können auch unmittelbar herabgesetzt werden. Und die Behörde kann dabei unregelmäßig vorgehen. Das heißt, bei der einen Gesellschaft können Sie vielleicht Glück haben, bei der anderen etwas weniger. Das bedeutet aber, bei Ihren Verträgen werden sie laufen, die Versicherungsleistungen, die Ablaufleistungen, sprich die ganzen Werte, heruntergesetzt. Und der Clou finden Sie im letzten Satz des Absatzes 2, die Pflicht der Versicherungsnehmer, die Versicherungsentgelte in der bisherigen Höhe weiterzuzahlen, wird durch die Herabsetzung nicht berührt. Das ist schon eine dolle Nummer. Das heißt, die Versicherungsleistungen werden herabgesetzt, Sie zahlen aber den alten Beitrag weiter. Mahlzeit. Gut, wie sieht es bei den Banken aus, von wegen sichere Geldanlagen? Ich habe hier mal die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Bank. Das betrifft jetzt nicht nur die Deutsche Bank, das betrifft alle Banken, Sparkassen, Volks- und Genossenschaftsbanken. Die Geschäftsbedingungen sind in dieser Beziehung alle gleich. Unter Punkt 20 steht Einlagensicherungsfonds. Schutz der Einlagen. Das heißt, die Gelder, die Sie bei der Bank haben, auf dem Girokonto, Tagesgeldkonto, Sparbuch, wie auch immer. Ergänzende Geltung des Statuts des Einlagensicherungsfonds. Wegen weiterer Einzelheiten des Sicherungsumfanges wird auf § 6 des Statuts des Einlagensicherungsfonds verwiesen, das auf Verlangen zur Verfügung gestellt wird. In diesem Statut des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken finden Sie unter § 6 nämlich folgendes: Umfang der Einlagensicherung. Aber unter Punkt 10 steht der entscheidende Satz. In Punkt 10 steht: Ein Rechtsanspruch auf ein Eingreifen oder auf Leistungen des Einlagensicherungsfonds besteht nicht. Das heißt, Sie können ja gerne hoffen, dass im Falle der Schieflage Ihrer Bank Sie Geld bekommen, aber Sie haben keinen Rechtsanspruch. Und Sie haben auch keinen Rechtsanspruch auf irgendeine Entschädigung aus dem Einlagensicherungsfonds. Und jedenfalls diese Meinung teilen auch die Richter des Landgerichtes Berlin, die nämlich zum Nikolaus 2010 eben genau das bestätigt haben, dass laut der Satzung dieses Bundesverbandes der Deutschen Banken Kunden im Falle eines Falles keinen Anspruch auf Entschädigung haben. Also den Einlagensicherungsfonds können Sie sich, wie auch immer Sie diesen Satz beenden wollen.
Auf einem Planeten mit 10 Lebewesen wird Geld in Form von Lederstücken eingeführt. Jeder erhält 10 Stück zu einem Zinssatz von 10%. Am Ende müssen also 110 Stücke zurückgezahlt werden, obwohl es nur 100 gibt. Woher kommt der Rest? Einer muss all seine Lederstücke verlieren, damit die anderen genug haben, um die Zinsen zu zahlen. Weil niemand am Ende ohne Geld dastehen möchte, werden sich also alle bemühen, so viel wie möglich zu verdienen. Doch so sehr sich auch alle bemühen, am Ende wird irgendwo Geld fehlen. Und woher bekommt man Geld? Eben. Da das Buchgeld, welches ja eigentlich nur einen Anspruch auf Bargeld darstellt, so praktisch und schnell ist, wird das eigentliche Bargeld kaum noch benötigt. Wenn es jetzt sowieso nicht mehr abgeholt wird, kannst du den Anspruch darauf doch gleich mehrmals vergeben. Falls doch nochmal jemand Bargeld abheben möchte, hältst du einfach eine kleine Mindestreserve bereit, so circa 2-10% sollten reichen. Durch die Vergabe der Kredite entsteht hier Geld, für das die Bank Zinsen erhält. Durch diese Zinsen entsteht der Bedarf an zusätzlichem Geld, welches wiederum durch einen Kredit entsteht, auf den wieder Zinsen gezahlt werden müssen. Das System macht sich hier selbstständig. Solange alle Beteiligten des Spiels einander vertrauen, funktioniert das System. Geht das Vertrauen aber verloren und wollen zum Beispiel alle Spieler gleichzeitig ihr virtuelles Geld in Bargeld umtauschen, bricht das System zusammen. Spielende. Dann ist das Geld halt weg. Das womöglich am schnellsten gebrochene Wahlkampfversprechen der Bundeskanzlerin. Und das ausgerechnet beim Thema Finanzkrise. Wir wollen nicht, dass die Steuerzahler Banken retten müssen, sondern dass Banken sich selber retten. Wenn Banken insolvent werden, dann können das nicht die Steuerzahler das Risiko übernehmen. Das müssen dann schon diejenigen, die in guten Zeiten mit Banken und mit Geldanlagen Geld verdienen. Die tragen auch das Risiko. Nie mehr Steuerzahlergeld für Banken. So lautet das große Versprechen. Milliarden hat die Bundesregierung vor allem in die Commerzbank und in die Hypo Real Estate gepumpt. Steuergelder für Finanzunternehmen, ungeheure Summen. Der jetzige Richtlinienentwurf macht die Tür auf und ermöglicht es für, so heißt es dort, gesunde Banken mit tragfähigem Geschäftsmodell auch vorher schon Hilfszahlungen von staatlicher Seite zu gewähren. Ich frage mich an der Stelle aber, wenn eine Bank gesund ist, wenn sie ein tragfähiges Geschäftsmodell hat, wozu braucht sie dann staatliche Hilfszahlungen? Ein Erfolg auf ganzer Linie für die Finanzlobbyisten. Und so jubelt ein internes Positionspapier der Ratingagentur Standard & Poor's. Neue EU-Richtlinie erlaubt Regierungen, Banken mit Steuergeldern zu retten. Die nächste Krise kommt bestimmt. Und diese Krise könnte so richtig teuer werden. Die Gesamtsumme, die den EU-Banken fehlt, beläuft sich auf 949 Milliarden Euro. Das ist 8-mal das Budget der Europäischen Union. Keine guten Aussichten. Schon gar nicht für Steuerzahler. Ich
befürchte, dass wieder, wie auch 3-4 Mal im Falle Griechenlands, ein fauler Kompromiss gefunden wird, der letztlich auch in den Taschen der Kleinen hängen bleibt. Löhne werden gekürzt, Beamte entlassen, Renten gestrichen. Man wird es bei den Sparern holen und das ist grundsätzlich so. Das ist grundsätzlich so. Niemand hier wird jemals erfahren, auf welchen Konten wie viel Geld liegt. Der Hintergrund dieser Gedanke war relativ einfach. Man will, dass die Menschen entscheiden, wohin das Geld geht und wie sicher das Institut ist, in das sie das Geld bringen. Nur dann kann man sicherstellen, dass ein hochriskantes Bankinstitut zum Beispiel von den Sparern gemieden wird.